Ein Langgedicht mag ein Oxymoron sein. Aber gerade der Gegensatz, den die Zusammensetzung von Lang und Gedicht konnotiert, macht diese Form spannend. Three Poems, so heißt der Debütband von Hannah Sullivan, besteht aus drei Langgedichten. Dafür gewann sie 2018 den T.S. Eliot-Preis. Im Klappentext wird die Wirkung, die Sullivans Gedichte auf den Leser erzielen, mit der Wirkung von Ezra Pounds und T.S. Eliots Gedichten. Beide sind insbesondere für ihre Langgedichte bekannt. Langgedichte sind in zeitgenössischer Lyrik immer noch präsent. Im deutschsprachigen Raum sehen Sie unter anderem in Durs Grünbeins Porzellan, Ulf Stolterfoots Holzrauch über Hesslach, teilweise auch in Tom Schulz Reisewarnung für Länder, Meere, Eisberge zu finden. Was diese Gedichte und Bände und auch andere ältere wie T.S. Eliot's The Wasteland, Walt Whitman's Leaves of Grass und Friedrich Schillers Elegie gemeinsam haben, ist mehr Raum für die Verarbeitung von philosophischen, ethnologischen und spirituellen Gedanken. Teilweise erzählend, aber nicht unbedingt erzählend. Einen philosophischen Charakter hat in Sullivans Three Poems das zweite Langgedicht Repeat Until Time. Das erste Gedicht You, Very Young in New York, das einen Einblick in das Hipster-Großstadtleben gibt, hat Züge von Allen Ginsbergs Howl. Auch Sullivan sagt in einem Interview, dass sie in dem Gedicht von Ginsberg sich beeinflussen ließ. Langgedichte erlauben es trotzdem, viele zeitliche und örtliche Sprünge in relativ wenigen Versen zu verpacken. So konnte im ersten Gedicht das Gefühl des digitalen Zeitalters, in dem vieles, was an unterschiedlichen Orten stattfindet, trotzdem gleichzeitig wahrgenommen wird, gut aufgegriffen werden. The senior partner calls from Newark, thanks team. Und einige Verse später? In Chennai, meanwhile a man is waiting for your analysis, eating his breakfast of microwave dal and mini idlis, checking the cricket scores on his computer, reading Thoreau, wondering what New York looks like at night in snow. Man könnte hier die Außenperspektive, mit der über jemanden, der in einem anderen Land sitzt, spekuliert wird, in Frage stellen. Es ist klar, dass die Aussagen dem satirischen Ton dienen. Aber die Diskussion lasse ich für eine andere Gelegenheit und bleibe bei der Form. Die paar Reime haben hier gut für die Schilderung des hektischen Hipster-Stils funktioniert, Bewegung in den Text geschafft. Sullivan selber erklärt in einem Interview, dass sie zwischen Verse- und Strophenformen im ersten Gedicht wechselt, um somit unterschiedliche Perspektiven und Stimmen über die Stadt wiederzugeben. Während Reime im ersten Gedicht deshalb gut funktionieren, sind sie für die philosophische Thematik des zweiten Gedichts an manchen Stellen weniger angebracht. Gut ist allerdings, dass man in diesem Gedicht auf einer Metaebene in mehreren Versen die Gelegenheit hat, über das Handwerkliche zu reflektieren. True form is often seen only in retrospect, too late. Oder when things are patternless, their fascination's stronger. Oder in der klugen Bemerkung, true form is overlaid like moss on broken tiles, but scoured and weeded back, a mosaic face peers out and smiles. In diesem letzt zitierten Vers ist auch eine Art Interpretationsschlüssel vorgeschlagen. Form, scoured and weeded back, a mosaic face peers out and smiles. Andere Reflexionen über Form wie there is saying the same thing again in the same form bieten aber nicht gut genug Gründe für Redundanzen im zweiten Gedicht an. Auch wenn Wiederholung Thema des Gedichts ist. Days may be where we live, but mornings are eternity. They wake us, and every day waking is absurdity. All the things you just did yesterday to do over again eternally.
Der satirische Ton, der durch den Reim zustande kommt, passt immerhin, wenn an die Big Bang Theory die Entwicklung der Atombombe angeknüpft wird und wenn Oppenheimers Mantra »I am the destroyer of the world« und die Antwort darauf »We are all sons of bitches« zitiert wird. Der Höhepunkt in dem Band liegt im dritten Gedicht »The Sandpit of Turin«, ein absolutes Meisterstück. In dem Gedicht verarbeitet Hannah Sullivan lyrisch den Tod ihres Vaters und die Geburt ihres ersten Kindes. Es beginnt mit dem ausdrucksvollen Imperativ »Think«, der sich durch die 50 Seiten des Gedichts durchsetzt. Andere Imperative kommen im Laufe des Gedichts dazu. »Remember«, »Forget«, »Weep«, »Atone«, »Look«, »Start«, »End«, »Watch«. Das sind Anweisungen an sich selber, wie sie sich freuen soll, trauern soll, auch am Ende schreiben soll. Aber das sind auch Imperative gegen einen Diskurs, der Frauen diktiert, wie sie über persönliche Themen zu denken und zu fühlen und sich zu verhalten haben. The woman who has done everything she shouldn't do, everything unmotherly and queer, taboo. Auch in They, like these, were full of the feelings I ought to be feeling. So many Duchamp ready-mades of grief, so many white toilet fountains, as these are so many ready-mades of joy with bears on, Capri to Cambridge blue and Celadon. Sullivan verdichtet viele poetische Momente in den letzten zwei Seiten des Gedichts. Forget the transplant your father waited for, the middle of the night phone call that never came. Forget the children's sandpit of terrain. Start anywhere. Everything dissipates. And as a girl again, even Isolde stranded in front of the fallen curtain. Start with a woman watching a man, catching his daughter, and with a photo, and as a woman older than either. Feeling her own child sag in her arms, seeing it all now for the first time. Um diese Verse maximal genießen zu können, braucht man die ersten zwei Gedichte des Bandes davor gelesen zu haben. Die drei Gedichte stehen in Verbindung zueinander, unter anderem durch wiederkehrende Wörter, die alle eine Wahrnehmung hervorrufen. Wörter, die man riechen, schmecken, hören, fühlen kann. Camel lights, Lichter, Staub, Bruises, Nectarines. Das Langgedicht bei Hannah Sullivan ist eine Einladung, ihren Denkprozess mitzuverfolgen. Das lässt den Leserinnen Freiheit, Verse und Bedeutungen in eine eigene Ordnung zu bringen. Der Genuss hier besteht nicht immer darin, die Verdichtung und die Knappheit zu entschlüsseln, wie bei Kurzgedichten, aber darin zu beobachten, wie die Schlüsselverse zustande kommen. Langgedichte geben nicht das Fertige, sondern lassen einen zuerst in die Unordnung an Gedanken und Gefühlen einblicken. Oder, um bei Sullivans Wortlaut zu bleiben, in die Entropie, in den Sandkasten nach dem Regen. Thank you.